Okay, ich warte nochmal. Das sind die türkischen Dreiecke, oh Gott. Also ich weiß auf jeden Fall, wo ich mein Lebensabend verbringen werde. In Gaylord. Gaylord. Das haben wir ja gern gemacht, den Nachtflash. Oh, oh. Na, nein, nein, nein! Oh! Okay, die typischen Dreiecke tragen den Namen zurecht. Die sind gemein, die Dreiecke. Gaylord-Dreiecke. Die Gaylord-Dreiecke. Das ist gemein. Stamm und beinhaltet gallischen, fröhlich, lustig und geil, stark, kräftig. Ah. Okay, also ist es der fröhliche oder der lustige, starke, kräftige. Hm, finde ich, ist irgendwie auch, macht auch mehr Sinn. Oder es ist auf jeden Fall, es klingt ja auch schön, ne? Oder nicht? Gaylord, ja, klingt super, super kräftig. Das klingt super kräftig. Naja, besser als Lord Helmchen. Das ist deine Superkraft, ich bin Gaylord. Damit kann man einen ganzen Part füllen mit diesem Thema, ist doch schön. Ja. Jetzt muss man aber das Intro verändern. Von, Oh nö. Von was? Heroes of the Galaxy. Gaylord and the Heroes. Und zwar der Star-Lord. Heißt der Star-Lord. Da schreibt jemand, what the fuck, kommt man durch Zufall auf den Livestream, es geht um Gaylord-Pyramiden. Du kannst gehen, ne? Ja, und ich krieg die Kamera nicht eingestellt. Türkische Dreiecke tauchen nur als Familie auf. Ich schon mein Bruder Dreieck. Lachflash ist Todes. The Lachflash. Jetzt auf Pro7. Und ich schaff das. Ha! Jetzt muss ich nur noch warten, bis da das Viereck da zurückkommt. Es verschwindet immer kurz aus dem Bild, wenn es so weit weg ist. Boah, knapp. Wahoo! Okay, dich mache ich erstmal weg, weil du bist eine Bedrohung. Auch wenn das nicht war. Nein, die Münze ist in den Tod gesprungen. Oh nö, 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 doch. Da sind sie wieder. Jetzt wollen wir es aber alle. Boah. Jetzt kommen die türkischen Dreiecke. Gaylord, das ist Starlight. Die Damit müssten aber eigentlich rot sein. Mhm. Und hopp. Wie er einfach das Leben mit Ignoranz straft. Naja, ich hab doch genug. Ich hab genug. Ich hab echt genug Leben. Aber wenn du genug Pilze sammelst, kannst du auch Scheidenpilzgemüse machen. Oh mein. Gaylord vs. Starlord against Helmlord, the movie, the video game, the comic. Ich denke, die Münze wollte nicht mehr mit den Dreiecken zusammenleben. Ah. Die haben auch fast die gleiche Farbe, es kann nur eingehen. Ein Gaylord? Irgendwo! Ich wette, das Ding hat einen anderen Namen im Englischen. Oh man. Somewhere over the rainbow oder was? Oder behind the rainbow? Keine Ahnung. Irgendwo über dem Regenbogen, aber wo ist denn das da? Du warst auf diesem komischen Piratenschiff. Hast du dich da schon von der Kanone aus weggeschossen? Nein. Wo finde ich denn den Dings dazu? Den Wegschieß-Heini. Der war bei den. Glaube ich bei diesen roten Münzen da? Oder ist es bloß der, der die Münzen anzeigt? Es gibt ja zwei. Das ist. Ja. Ich denke, das war dann. Ich kann es mal bei ihm versuchen, aber ich glaube, das ist bloß der, der also die anzeigt. Im Original war es der die Kanone aufgemacht hat, der dort steht. Okay, dann gucken wir mal, ob wir da einen Kanonenaufmacher bekommen oder. Aber ich glaube eher nicht. Der ist. Also einer war auch oben drauf auf dem ganzen Gebäude. Ah. Hier ist doch gar keiner. Ja, ganz oben irgendwo. Auf dem. Von dem Teil. Ach so. Moment, ich versuch mal zu Wandsprüngeln. Ja, der da. Oh! Beim Versuch ist es auch geblieben.
Boah. Was haben wir hier? Ich wusste ja, dass ihr perverse Anspielungen habt durch die Weltmedizin, aber ist das irgendwie schlimmer geworden? Nein. Nein, du bist bloß im falschen Moment in den falschen Ort gelangt. In Gaylord. Oh. Entschuldigung, das musste. Oh, cool. Das ist der Honololololo. Honololol. Die Honololol-Kaubitze. Der Funcube ist auch noch stolz drauf. Ich hab mal mitgezählt, das war schon mein dritter nützlicher Tipp heute. Ja! Bei 5 gibt's eine Medaille. Was gibt's da? Keine Ahnung, eine Medaille. Eine Hinweismünze. Eine Hinweismedaille. Auch schön. Woo! Woo! Und ich muss da wieder hoch. Ernsthaft? Ja, bis zu dem Schiff musst du nochmal. Ich hab ja schon gesagt, also die Welt ist schön. Schön blöd, ja. Aber wenigstens habe ich die 100 Münzen schon. Nach stundenlangem Versuchen, wenn man es mal zusammenrechnet. Nein, nicht ganz stundenlang, aber genug. Wo bleibt jetzt? Für 2 Münzen. Ah, hier sind ja Hinweismünzen nicht so schlimm, ne? Ja, hier kriegt man Münzen ohne Ende. Oh, 3 Hinweismünzen sind gerade in den Tod gefallen. Wir haben 12 Zuschauer. Schwupp. Ist das nicht die falsche Richtung? Nein. Das ist wahrscheinlich verdreht, weil du die Kamera einmal so gedreht hast. Diesmal nehme ich mir übrigens den Pilz mit. Ich nehme mir einen Pilz. Ja, mal gucken. Ist nicht verdreht. Wie war das mit Erdinger Weißbier? Das Erdinger Schweißbier, das schmeckt wie es riecht. Oh oh. Ich muss da doch nochmal hoch. Aber ich glaube, das war das Letzte. Ja. Das ist das Allerletzte hier. Das ist das Allerletzte. Regenbogenwelt, ja. Das passt wieder zu Gaylord. I wanna take you to Gaylord. Gaylord. Macht jetzt auch Sinn. Ja. Die Regenbogenwelt ist gleich vorbei, aber... Oh. Ja, aber dann fehlen mir immer noch Sterne. Müssen wir mal schauen, es gibt ja einige Zusatzsachen. Ja, aber wo? Was hab ich denn noch nicht? Da musst du ja wissen, du spielst doch. Wir müssen dann wohl mal Googlepedia befragen. Wir haben ja genug Leute hier, willige Hilfskräfte. Willige, vor allem. Billige! Billige! Billig und willig! Oh. Okay, oh nein, ja, muss ich da. Relativ. Durch den Ring. Ja, durch, ein bisschen unter dem Ring, ja, so ungefähr. Na, ich würde so. So, so reicht's. Wenn du jetzt verkackst, bin ich nicht so... Okay. Hoho! Und ehrlich gesagt, dieses Viech will ich besiegen! Jetzt, wo es gerade da soll, ne... Ich seh auch nicht noch drauf an! Komm! Komm, 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 komm! Scheiße, scheiße, scheiße! Und komm schon, nein! Sag doch, leg's nicht drauf an! Huchi! Und danach machen wir das nochmal mit Kinect-Steuerung. Oh, ich wollte den doch extra mal besiegen, weil ich zeigen wollte, wie ich es. Wenn jetzt aber Kinder hier sind, ist das denn dann nicht Kinderarbeit? Nein, wir arbeiten ja, wir sind alle schon alt genug. Sicher. Ja, eigentlich, also für. Ja, eigentlich ja. Sogar das Jüngste im Bunde. Guck mal, da lacht mich schon jemand. Wer sagt denn, dass du gemeint bist? Nee, ich meine, also 16 ist schon okay, aber dann nur unter, Aufsicht der Eltern. Die dürfen mitarbeiten. Oh, schön, jetzt sehe ich die Streamfassung, da fällt gleich auch nochmal runter. Ne? Ne, die Streamfassung ist doch ein bisschen verzögert, da fällt gleich auch nochmal runter durch den Typen. Stimmt. Wei, 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 wei. Schwupp! Oh. Ich warte dann mal. Mr. Mamas Breakfast. Mr. was? Breakfast. Mamas Breakfast. And Lunch in Las Vegas. Wir machen jetzt einfach eine Schweigeminute, bis du den Stern hast. Eine Schweigeminute für wen? Für all die Marios, die schon in diesem Stream ums Leben gekommen sind. So viel könnte es nicht sein.
Ja. Du bist doch ein Profi. Du machst keine Fehler. Oh. Du machst alles perfekt. Ja. Wie war nicht das so zum Beispiel? Das war auch perfekt, perfekt, dieser Sturz. Was er machen wollte, vielleicht wollte er bis zu der Stelle runterfallen. Dann hat er es perfekt gemacht. Ja. Great mate, I rate 8 out of 8. Okay, zum Glück gibt es ja in diesem Emulator auch Save States. Na, jetzt fange ich damit nicht mehr an. Rippchen Mario. Nom nom nom. Mr. Mamas. Hallo, mein Name ist Mr. Mama. Aber nicht auf den Cookie-Inseln oder wie die hießen. Cookie-Inseln. Wenn es als Familienname Gaylord gibt, gibt es auch irgendwie als Familienname Mama? Sicherlich. Warum nicht? Und wenn's nicht unbedingt Deutsch, Englisch oder irgendeine andere Sprache ist, wo dieses ein tatsächliches Wort ist. Vielleicht gibt's noch einen vorne, der ist Papa, dann heißt man Papa Mama. Es gibt zum Beispiel in Amerika. Auch Mama. Es gibt so einen Typen, der heißt Papa oder Paypal. Das ist wie Papa geschrieben, bloß mit einem W am Ende. Paypal. Ja. Der Bezahlfreund. Ja, der ja. Andersweitig zurück. Voller Freund. Die bezahlen für mich. Bezahlfreund, das ist so ziemlich jeder Freund von einer Frau. Oh, Entschuldigung. Wir haben ja auch eine weibliche Gastkommentator, also. Ja. Und? Oh. Ist nicht Cold Mirror. Es ist nicht Cold Mirror. Das sagst du. Ist das denn schon wieder? Okay. Ah, ich hasse diesen Sprung. Ich muss mal wirklich sagen, und zwar, ich habe ja öfter mal, ein Danke ausgesprochen an Tesaiger in meinen Videos für gemalte Bilder und so weiter und so fort. Und, ich muss sagen, sie hat wirklich eine Stimme, wenn sie tief spricht, dann hört sie sich an wie Cold Mirror. Das ist krass. Meine Imitatorin. Ich weiß immer noch nicht, wieso ich der letzte Cold Mirror genannt wurde. Was? Ja. Ja, es ist so ein ganz komischer Gag. Also im ersten Stream haben wir gesagt, ich bin Gong Cold Mirror, dann hat sich das irgendwie fortgesetzt und wurdest du Cold Mirror von mir genannt. Und in Wirklichkeit ist er. Und in Wirklichkeit ist er Mr. Hase. Ja. Herr Hase. Ja. Aber was sollen wir denn nur tun, Herr Hase? Turn that frown upside down. Jetzt nicht. Das ist ja eklig. Ich find's ja toll, dass die Zuschauer eigentlich geglaubt haben, dass ich Axi Doom mit Gronk und Cold Mirror abgeben würde. Die ganzen Kommentatoren sind Cold Mirror, Gronk und Funk. Es gibt sogar noch zwei andere. Also Funk wäre cool. Was würde jemand gerne zeigen? Gibt es so Leute, die sind so Tier-Imitatoren, die können jede Tiersche machen. Vielleicht gibt es auch jemanden, der alle deutschen YouTuber-Namen, alle Stimmen nachmachen kann. Baby und Gronk. Was zum? Bin da gerade unten durch gewesen. Ah! Ja, unten durch bist du tatsächlich. Oh, das war jetzt gemein. Oh, jetzt auch noch. Na, na, na. Nö, das war aber knapp. Das ist mein Herz. Ah, ich halte das nicht aus. Wenn du noch einen Herzinfarkt kriegst, du kurz vor dem Stern. Das ist, was jetzt noch passieren könnte. Ah! Gute Alternative kann doch runterfallen. Guck mal, da ist dein Herz. Mein Herz! Symbol für Mr. Mamas ja nicht so schlimm sein. Ja. Ich bleib nochmal nach. So, nochmal.
In Wirklichkeit habe ich eigentlich den Skill dafür, aber ich will das strecken. Da hast du daraus nicht. Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Ich will nicht nochmal an diesen blöden Dinger da vorbei. Irgendwann sind die Teppiche auch ausgefranst, also musst du ein bisschen anhalten.